Hi Leute, hier ist wieder Victor von FunkFit, deinem Kanal für mehr Beweglichkeit, Bewegungsqualität und Schmerzfreiheit beim Training. Und in diesem Video möchte ich dir etwas über einen Fehler sagen, den ich ganz, ganz häufig, wahrscheinlich 80% der Fälle, bei allen möglichen Zugübungen für den Rücken sehe. Vermutlich machst auch du diesen Fehler und denkst noch dabei, dass du etwas besonders richtig machen willst. Es geht um die Schulterblattstellung beim Rudern und um die Frage, wie weit der Ellenbogen tatsächlich zurückgezogen werden soll. Es ist nämlich so, wenn du es besonders gut meinst bei Zugbewegung und den Ellenbogen zu weit nach hinten ziehst, kannst du dein Schulterblatt gar nicht mehr richtig stellen. Es geht gar nicht mehr, weil du nämlich mit dieser Bewegung des Ellbogens nach hinten dein Schulterblatt im Grunde falsch positionierst. Du kommst nur deshalb so weit mit dem Ellbogen nach hinten, weil dein Schulterblatt auf dem Brustkorb anfängt nach vorne zu kippen. Grundsätzlich ist das eine ganz normale Bewegung. Verstehe mich hier jetzt nicht falsch. Das ist eine gesunde Bewegung. Wir brauchen diese Bewegung, wenn wir hinter den Rücken greifen wollen. Das Schulterblatt kippt. Wir schaffen uns somit hier mehr Raum. Wir gehen in die Innenrotation im Arm, im Schultergelenk und es ist nichts gegen diese Bewegung einzuwenden. Beim Rudern willst du sie allerdings vermutlich nicht haben. Beim Rudern willst du deine Schulterblätter nach hinten führen. Und deine Schulterblätter können nur sehr, sehr schwer nach hinten geführt werden maximal und gleichzeitig kippen. Wenn du kippst, kannst du sie nicht mehr nach hinten führen, weil sie dadurch nach vorne rutschen, seitlich nach vorne rutschen und dann nicht mehr gescheit nach hinten geführt werden. Beim Rudern sieht der Fehler so aus. Statt die Übung so richtig auszuführen, wird die Übung ganz häufig so falsch ausgeführt. Und wie schon gesagt, vermutlich meinst du es gut, vermutlich willst du es besonders gut richtig machen, den Bewegungsradius, Range of Motion, möglichst erhöhen, dadurch, dass die Ellbogen sehr schön weit nach hinten kommen. Was du allerdings dabei erreichst, ist eher das Gegenteil. Du kannst dir sogar, wenn du die Übung viele, viele Monate in Folge machst, da vielleicht auch noch eine kleine Vorbelastung hast, dass du generell vielleicht Schulterblätter nach vorne gekippt hast, Nacken verspannt hast und die Innenrotation durch viel Arbeiten am Computer ohnehin stark ausgeprägt, stark tonisiert ist, dann kann es sein, wenn du jetzt diese Übung noch regelmäßig machst, der Eimer anfängt überzulaufen. Eine Struktur wird dabei nämlich ganz besonders stark belastet und das ist die lange Bizepssehne. Die lange Bizepssehne, also die Sehne, die dein Bizepsmuskel, dein Armbeuger, hier letztendlich zu Ende führt und den Ansatz bildet, die geht nämlich über den Schulterkopf selbst drüber. Und wenn dein Schulterkopf, also der Gelenkkopf deiner Schulter, bei dieser Art von Bewegung, wenn du den Ellbogen ganz weit nach hinten führst, jetzt hier rausgedrückt wird, das wird er tatsächlich auch. Er bekommt so eine anteriore Bewegung nach vorne. Das heißt, die Sehne wird hier einfach ein wenig auf Zugspannung. Das heißt, du hast einerseits schon Spannung drauf, weil du ja den Ellbogen beugst, du aktivierst den Bizeps. Gleichzeitig bekommt die Sehne allerdings hier noch so einen Schub nach vorne vom Schulter-Oberarmkopf. Und das kann halt dazu führen, dass dieser Bereich sich über die Zeit, wenn du das ganz häufig machst, reizen kann. Und es spielt wirklich keine Rolle, ob du die Übung jetzt an Ringen machst oder am Kabelzug machst, ob du am Gerät sitzt und nach hinten ziehst. Es ist meistens immer dieselbe Neigung. Leute versuchen, die Ellbogen weit nach hinten zu schieben. Dadurch kommt es zur Schulterblattkippung und die Bewegung wird verhunzt. Stattdessen solltest du dein Brustbein rausdrücken, die Ellbogen nicht so weit nach hinten führen, denn in Wirklichkeit ist meistens schon knapp hinter dem Rücken Schluss. Alles, was darüber hinaus gezogen wird, geschieht meistens auf Kosten einer Schulterblattkippung. Du siehst hier, was ich meine. Die Ebene des Schulterblattes verändert sich von einmal flach auf dem Rücken aufliegend, hier schön in der Retraktion, Schulterblätter zusammen, zu Schulterblätter kippen nach vorne. Der obere Trapeziusmuskel spannt sich an, verspannt sogar. Und die Bizepssehne bekommt, wie gesagt, eine starke Spannung durch den Oberarmkopf, der sie komprimiert und reizt. Versuch auch nicht möglichst
hier so ein Hohlkreuz zu machen, sondern die Bauchmuskeln etwas aktiviert zu halten. Dabei ist vollkommen egal, welche Ruderübung du machst, ob du jetzt am Kabelzug bist, ob du jetzt an Ringen bist, ob du jetzt am Slingtrainer ziehst oder an einer Maschine sitzt und hier zwei feste Griffe nach hinten ziehst. Das ist eine falsche Bewegung. So sollte es richtig sein. Zum Abschluss wollte ich dir nochmal einen kleinen Übungstipp mit auf den Weg geben, wenn es um Zugbewegung geht. Und zwar mein All-Time-Favorit ist da im Grunde das Rudern an Ringen. Warum ist das so? Diese Übung kannst du wunderbar progressieren. Du kannst dich vollkommen frei bewegen im Schulterblatt und Handgelenk. Du hast gar keine Restriktionen. Wenn du zum Beispiel an einer Langhantel greifst und die Übung machst, hast du immer eine Art von Restriktionen. Du hast an der Maschine immer Restriktionen. Beim Rudern so, Tür ist auf. Beim Rudern ist es so. Hi, grüß dich. Bei Rudern an Ringen ist es nämlich so, dass du dich hier vollkommen frei bewegen kannst und dass du mit deinem eigenen Körpergewicht auch arbeitest. Das ist immer sehr wertvoll. Hier jetzt meine Tipps, wie du es progressieren kannst. Wenn du noch ganz am Anfang stehst, machst du es natürlich geneigt. Und wenn du fitter wirst, stellst du die Füße weiter nach vorne. Wenn du eine gewisse Grundfitness erreicht hast, musst du die Übung invertieren. Das heißt, dass du unter den Ankerpunkt mit der Brust bist und deine Füße auf eine Box stellst. So kannst du dann weitere Fortschritte bei dieser Übung mit dem eigenen Körpergewicht haben. Als nächstes kannst du zum Beispiel gerne auch eine Weste anziehen, um die Übung noch schwerer zu machen. Und wenn du richtig gut bist, kannst du die Übung komplett mit dem gesamten Körpergewicht in der Luft machen. Das heißt, du gehst zum Beispiel zuerst in die Taktposition und führst die Übung frei schwingend an Ringen aus. Eine weitere coole Alternative ist auch mit einer sogenannten Dream Machine zu arbeiten. Das ist so ein Flaschenzugsystem, bei der du dein eigenes Körpergewicht halbierst und diese Front-Lever-Varianten, Ruder-Varianten, die ich dir gerade frei schwingend gezeigt habe, auch mit gestreckten Beinen ausführen kannst. Das wären nämlich die weiteren Übungsstufen. Wenn du mehr darüber erfahren willst, schreib mir doch mal am besten Kommentare, dann erkläre ich dir, wie man am besten so eine Dream Machine baut, wie man so ein Kabelzugsystem für sich baut und damit Ringen arbeiten kann. Damit lassen sich nämlich übrigens auch noch ganz viele andere Übungen, Frontlever, Backlever, üben, sinnvoll üben, ohne dass du dich überlastest. Ja, das war es erstmal von diesem Video und wenn es dir gefallen hat, wie immer teilen, liken, abonnieren vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.